In dieser Woche seht ihr alles zu unserem Duell Civic gegen VR6. Zizek hat das Auto aufbekommen, der VTEC läuft, alles weitere nach dem kurzen Intro. Hast du den Play gesehen? Bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, bei YouTube läuft es ja jetzt endlich und deswegen habe ich einen neuen Kameramann. Ja, ne? Schönen guten Tag mal hier an dieser Stelle. Ne? Ja, also ich kann mir jetzt endlich einen leisten hier. Ich weiß ja nicht, ich könnte ja mal raten, wer das ist. Ja, ist ein lukrativer Nebenjob für mich. Ja. So, ich kann mir was dazu verdienen. Genau, ich habe gehört, er hat jetzt Corona-Dings hier. Sag mal schnell Krise und dann meinte er so, Jonas, brauchst keinen Kameramann. Ich sagte, natürlich, wie er lacht. Nein, Spaß zur Seite. So, heute geht's darum, wir haben ja mit Race City einen Rennen. Also wir haben ein Rennen vor. Ein VR6, was wir hier haben, gegen einen Honda Civic. Und ja, das wird so eine Challenge sein. Wie es genau wird, wissen wir noch nicht. Wir planen und natürlich... Oh. VIP. Shit. Gleich. Ciao. So. Wir werden eine Challenge machen. Das wird mit hier Adam sein und seine Crew gegen Kfz-Fuzis. Und da wird noch der eine oder andere YouTuber mitmachen. Es ist eine Sauger-Challenge, das heißt kein Turbo, gar nichts. Also keine Puste auf jeden Fall dran. Es wird ein reiner Sauger-Challenge. Und das ist das Geile, weil, vielleicht habt ihr ja schon mitgekriegt, VR6 gibt es sehr oft Vergleiche mit Honda Civic, aber wir wollen natürlich wissen, wer hat es besser drauf. Wer hat den längeren? So ist es. Nein, es ist halt einfach, boah, wer lacht dahinter so. Ey, Kameramann, was ist los hier mit dir? Hier? Entschuldigung. Ja, bitte hier mal. Bitte nicht kündigen, bitte. Ja, okay, komm. So, das wird natürlich interessant. Ich freue mich selber drauf und ich hoffe, ihr auch. Checkt den Kanal von Race City einmal ab. Richtig coole Jungs. Ich freue mich selber auf diesen Challenge und wer weiß, wer noch dazu kommt. Also das wird richtig geil. Lass uns mal überraschen. Auf jeden Fall. Ja. Ne? Was sagst du dazu? Ja, ich bin gespannt. Ja. Wird interessant, weil VTEC ist bekannt für seine starken Sauger, ja. Finde ich. Hochdrehzahl. Und Drehzahl, das ist das Hochdrehzahl. Problem. Hochdrehzahl, ne? Also das ist geil, das ist eine geile Charakteristik. Ja. Ist quasi der eine hat Kompressor, der andere Turbo, der hat VTEC, ne? Das ist so eine eigene Kategorie. Ja. Hier haben wir natürlich einen VR6. Da kann man sagen, der braucht halt auch ein bisschen, der ist ein bisschen träger am Anfang. Das heißt, er braucht auch Drehzahl, ne? Und danach kommt er erst. Aber macht auch schon Laune. Auf jeden Fall hat er auf jeden Fall. Ja. Ja. Und dann weiß man nicht, was für Kandidaten da noch kommen, ne? Da gibt es ja noch ein paar Sauger. Da werden auf jeden Fall noch der eine oder andere Sauger YouTuber dazukommen. Da gibt es ja noch ein paar Sauger, die auch nicht so langsam sind, ne? Ja, also das ist ja das Geile. Ja. Ne? Und es wird ja nicht so sein, wir werden einmal Viertelmeile machen, vielleicht ein Achtelmeile machen, dann werden wir noch ein bisschen Slalom. Also, es ist nur nicht einfach nur beschleunigen, da werden mehrere Sachen sein. Ja. Und das wird das Geile sein. Also Verschiedene Bereiche, in denen sich die Autos beweisen können. Und wir wissen ja nicht was. Also da wird sich Adam noch was einfallen lassen. Oder wir zusammen halt. Mal schauen, wie das wird. Aber das wird einfach nur geil. Das war einfach mal so ein Sauger-Challenge mit so einem geilen Sound. Einfach mal so. Ja, mal was anderes, ne? Ja, muss mal was anderes. Back to the roots, zu den Oldschool. Ja. Fahrzeugen. Aber was sagst du? Was sagst du? VR6? Oder wer schneller ist? Ja, Honda. Was würdest du jetzt sagen? Weil du kennst dich ja auch. Aus dem Bauchgefühl raus sage ich der VTEC. Ja. Aus dem Bauchgefühl heraus, muss ich leider sagen. Sagt mir so. Ja. Sagt mir mein Gefühl. Ja, dass der eine Runde einfach spritziger ist. Ja, ich glaube, der ist leichter. Der ist leichter, das ist auch ein großes Thema. Und das Problem ist, bis 9000 Umdrehungen kannst du die Dinger hochheben. Ne? Nein, die sind schnell. Ja. Also mit 160 PS, ne, wenn du da irgendwo noch ein bisschen was dran tust und das Ding hat, ich sag mal, um die 200 PS, dann
Keine Chance. Du musst hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen Gewicht rauswerfen. Hier wird auf jeden Fall noch Gewicht. Aber das Geile bei dem ist, da komme ich aber irgendwann dazu, das ist ja auch nicht original. Also da ist ja auch ein paar Änderungen. Ne? Bei welchem jetzt? Bei dem. Also der hat keine 174 PS. Meinst du? Nein. Der hat ein bisschen mehr. Aber dazu sage ich noch was. Also ich habe gehört, Sauger-Tuning beim VR6 macht überhaupt keinen Sinn. Kriegst du nichts raus. Stimmt nicht. Also bei dem kann man, also um die 200 PS geht ganz schnell. Geht ganz schnell. Mehr also, wird schwer. Ich habe so gehört. Nein, mehr geht schwer. Also 200 PS bei den Dingern geht sehr, sehr, sehr schnell. Okay. Ne, also das weiß ich aber schon vor 15 Jahren. Ja. Bei dem. Okay. Ne? Gut, wir fahren mal jetzt eine Runde mit dem Kameramann und dann mal schauen, was er dazu sagt. Machen und wir das mal. Mal schauen, ob ihr den erkannt habt. Hier, Typen hier. Bis gleich. Das war der zwischen den Gebäuden, der ist ja original. Ja, irgendwie gut. Ja, Hammer Song. Ja, krank. Das Geilste ist, deinen hast du noch nicht so gefahren, ne? Deinen hast du aber noch nicht gefahren, ne? So, auf gar keinen Fall. So. Der ist ja, da ist keiner mehr zu Hause. Das ist das Geile bei VR6, Bruder. Wenn der kommt, dann kommt da was richtig. Und alles rappelt, weißt du? Ja. So, ich habe sogar ein Video darüber gemacht. So. Ja? So, echt. Das ist ja dieses Oldschool-Radlager. Viele Mechaniker, die jetzt Mechanik machen, kennen das gar nicht, weißt du? Aber dass der dann so laut war, ne? Oh, Bruder. Nee, aber VR6 ist einfach was Eigenes. Ja. Ne? Es gibt zum Beispiel 5-Zylinder-Turbo, V8, was weiß ich, normale 4-Zylinder. Aber VR6 gehört zu so einer eigene besondere Kategorie, finde ich. Finde ich auch. Die lernt man so nicht kennen, weil die so ein bisschen selten sind, sag ich mal. Weil es sind ja alte Autos. Ja. Ne? So, wenn du dir jetzt als Jugendliche ein Auto kaufen willst, holst du dir nicht unbedingt so einen alten VR6 Golf 3 oder was. Da willst du so einen Polo GTI fahren, Golf 5 GTI fahren. Also du lernst das gar nicht so kennen. Genau. Aber sobald du einmal jetzt da drinnen sitzt und das so erlebst, bist du gefangen. Was ist das? Weil es geil ist. Schon schnell. Ne? Ja. Schnall mal jetzt so ein Turbo drauf. Amenakku, wenn jetzt die Türken sagen. Die werden das sagen. Ja. Ey, Bruder, das ist. Geil. Das Ding ist so geil. Geil. Hammer. Ja, geil. Macht einfach Spaß. Du merkst das, Bruder, das Ding hat unnormal Power. Hat Dampf, klar, VR6 hat Dampf, finde ich. Ob in jetzt in so einem Golf 3? Immer diese so. Du weißt, dass wir andere Probleme haben zur Zeit? Ja. Dann jetzt halt so Golf 3. Jetzt stell mal das vor im Golf 2, Golf 1, das ist bekloppt schon. Das ist Hammer, dann ist total oldschool. Ja, dann ist krank. So ein Teil im Golf 2 finde ich krank. Hammer. Ich freue mich auch auf dein Projekt. Ja, weil frag mich mal, Alter. Ich hoffe nur, dass das alles so klappt und so, weiß man ja nie. Ne? Was haben die jetzt entschieden? Turbo, glaube ich. Ne? Ich habe auch Turbo. Alle haben Turbo. Ja. 85% Turbo, glaube ich. Ach, das wird. Manche haben natürlich gesagt, gebe ich ihnen recht, manche haben gesagt, bau den schön auf Verfahrkennzeichen. Weil fast jeder macht Turbo. Gebe ich ihnen recht. Aber das ist halt, ich muss das machen. Ja, Bruder, du stehst dafür. Wenn ich kein Turbo drauf mache, dann. Ja. Dafür haben wir ja was anderes, das darf ich aber jetzt noch nicht verraten, das können wir schön sauber aufbauen. Da kommt noch was anderes. Also, was sagst du, Dings kann sich, Ray City kann sich hier, sag mal schnell, warm anziehen? Nein, wird interessant. Ja? Aber ich sag dir, ich mag VR6, ja. Aber mein Bauchgefühl sagt einfach, der VTEC ist spritziger. Ja,
alles sehen. Ja. Das ist ja das Geile. Ja, ja. Lass uns überraschen. Auf jeden Fall. Salo, Bruder. Ich danke dir, dass du einmal mitgefahren bist. Zum Abschluss nochmal ein bisschen Soundcheck hier in der Halle. So krank. So das Ding, Alter. Geil. So, Bruder. Ja. Oh, so. So. Geiles Video.